Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Parkour Island. Genau, wir sind ja in der letzten Folge da oben. Von da oben. Ja, von da oben hier rüber gesprungen. Sind jetzt in einem tollen Feld. Dinosaurs became extinct before the Alps were formed. Fuck. War eine Hacke dabei und es gab so ein Item-Frame. Aber die Hacke muss nicht irgendwie besonderen Namen haben, ansonsten haben wir hier ein klitzekleines Problem. Aber ich denke mal, die hier wird ausreichen. Hoffe ich zumindestens. Okay, die wachsen hier direkt nach. Ist eigentlich auch cool, wenn wir die nicht kaputt machen. So, sehr schön. Oh, da hatte ich schon wieder. Ist hier so ein Block? Nee. Und ich wollte mir eigentlich die Tastenkombination gemerkt haben. Wie man sich die Chunks anzeigen lassen kann, quasi an der Ecke vielleicht ein Chunk ist, das damit zusammenhängt. Aber naja, ich hab's auf jeden Fall vergessen. Aber dafür haben wir das Level geschafft, das ist doch auch viel wert. Denke ich, hoffe ich. So, sehr schön, dann springen wir auf den. Nochmal einen kleinen Sprint hier und verkacken. So, jetzt aber zack. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Müssen wir wohl auf den da hinten und wir verkacken erstmal. Das ist natürlich etwas ungünstig. Sehen wir schon ein zukünftiges Level. Kann ich hier eigentlich so richtig stylisch so mit Schwung machen? Ja. Ob das jetzt unbedingt einfacher ist, ist erstmal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall prinzipiell möglich. Ich weiß gerade nicht, muss ich auf den oberen da? Da kann ich sogar 1, 2, 3, 4. Da müsste ich außen dran lang vorbeispringen. Nicht damit. Okay, mit einem normalen Sprung ist das vielleicht ein bisschen einfacher. So, und hier ist jetzt die Frage. Also, so wird es auf jeden Fall gehen. So, Van Gogh only sold one painting in his lifetime. Echt? Ist aber nicht erfolgreich. Nein, dafür sind die Bilder jetzt sehr erfolgreich und kosten auch eine ganze Menge Geld. Es ist richtig, dass wir hier eigentlich sein dürfen. Ich glaube, das bringt uns eh nichts, weil wir eigentlich. Warte mal. Okay, warte mal. Gehen hier hin. Gehen wir hier hin. Hey, da sind wir doch nicht hoch genug, oder bin ich jetzt doof? Möchte dazu keinen Kommentar. Da sind wir einfach rüber geschlittert. Da irgendwie Zäune drunter. Okay, warte mal, wir gehen mal hier kurz runter. Was bringt der Kollege denn da? Okay, man kann auf jeden Fall drauf stehen. Bin gerade extra so ein bisschen hier an der Seite gesprungen, dass ich zur Not auf dem, auf der Erde da lande. Okay, wir wollen da
im besten Fall gar nicht erst unten landen. Aber wie kommen wir dahin? Springer scheinbar nicht hoch genug. Dann müssen wir quasi noch weiter ans Ende des Schleimblocks springen. Ich glaube, wir kommen einfach nicht so hoch. Wir kommen so hoch. Oh Mann, ey. Jetzt fühle ich mich ein bisschen doof. Okay. Sehr schön. Oh, hier jetzt einfach runterplumpsen. Sehr schön. Müssen wir gleich wieder Schleim-Action machen. So, hier können wir nichts mehr machen. Das heißt einfach Schleim, ahoi! Ein kleiner Checkpoint wäre eigentlich mittlerweile auch mal ganz schön. Oh doch, das klappt sogar. Oh, unseren Safe Jump. Also, wie habe ich es nochmal bei den drei Blockweiten gemacht? Ich glaube, direkt sprinten. Ja, sprinten und springen zusammen. Das ist falsch. Ja, wäre aber auch ein bisschen ärgerlich, wenn wir da unten reinfallen würden, ne? So, Checkpoint haben wir auf jeden Fall. So. Octopuses have 3 hearts and 9 brains. Das wusste ich tatsächlich. Das habe ich mal irgendwann gelesen, wo dann Beistand von wegen, dass sie halt eben so viele Gehirne haben. Ich glaube, das mit den Herzen habe ich auch mal irgendwo mitbekommen. Und das war sehr knapp. Da oben sehen wir sogar einen Diamant. Horses can read human's emotion. Human emotions. So rum. Und das Hunde nicht sogar auch? Meint schon. So, okay. Da müssen wir einfach hier anfangen. Zack. Wir müssen. Gibt's einfach nichts. Ist ja frech. Wir müssen dran denken, dass hier außen dran lang noch ein Diamant war. Okay. Sehr schön. Nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Springen wir jetzt hier einfach seitlich dran vorbei. Wenn wir es nicht verkackt hätten, ja. Jetzt ist die Frage, hätten wir dann einfach... Was bringt es denn, wenn ich dahin springe? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie eine Etage höher. Ah, wait. Oh, ich bin dumm. Ich muss hier rüberspringen. Das hat mein Hirn gerade nicht verarbeitet. Ach, das ist bitter. Okay. Ah. Geh mal kurz in Creative und flattern mal hier kurz runter. Wenn wir mich nicht in der Lava verbrennen, durch die Diamantrüstung, ist das ein bisschen schwierig, wenn das so lang dauert. Wir springen das Ganze ja ganz normal. Sehr schön. Jo. Das ist ja frech. Wurde einfach nicht auf den. Oder ich wurde einfach nicht abgebounced. Das ist ja skandalös. Hätte ich frech. Na, dann machen wir das.
Machen wir das jetzt einfach nochmal kurz. Sehr schön. Sind wir auch passend auf den Zaun gegangen. Bin hier rüber. Sehr schön. Mag das nicht, wenn ich sehe, dass es hier so mega weit runter geht, dass wir hier nichts machen können. Jetzt wieder auf den Schleimblock, um da drauf zu kommen. Also das kann doch nicht richtig sein, dass ich hier auf der Kante einfach... Ist ja gar nichts passiert. Also, ace ich ja nicht. Das finde ich ein bisschen suspekt. Ah, naja. Ist wie es ist. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Okay. Da wollte ich nicht fliegen. Aber das haben wir ja quasi nur beschleunigt. Das Schwimmen. So, hier hin. Irgendwie muss ich gerade an die eine Challenge von der anderen Parcours-Map denken, wo Sneaken nicht erlaubt war. Ich das gerade da auch nicht gemacht habe. Da habe ich doch so ein bisschen kurz Panik bekommen. Macht einen auch so ein bisschen nervös. Ui, wahrscheinlich hätten wir erstmal gucken sollen. Okay, das kann ich nicht lesen. Okay, hier kommen wir rüber. Aber wo müssen wir hin? Sollten erstmal irgendwie herausfinden, wo wir überhaupt hinspringen müssen. Können wir vielleicht nochmal ein bisschen höher springen. Aussicht kriegen. Das ist eine Kiste. Can be placed on Melon. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier jetzt die Blöcke suchen. Ja, ich gehe dann mal aus dem Creative Mode wieder raus. So. Wir brauchen noch drei weitere Blöcke. Wir sind hier hinten eben hochgekommen, ne? Ja. Das heißt, wir müssen noch drei Kisten irgendwie finden. Ich würde behaupten, da oben ist irgendwo eine Kiste. Okay, vielleicht können wir dem mal gerade kurz nachgehen. Hier über die Bäume da hinkommen kann. Wenn man da denn... Achso. Okay. Ist doch einfacher als gedacht. So, zack. Okay, aber... Achso. So. Zum Fass und da einmal hin. Jo, die Lags sollen aufhören. Das ist echt scheiße. Ich meine, da bin ich so oder so runtergefallen, aber das ist einfach nur scheiße, wenn die da so dazwischen kommen. So. Okay, dann gehen wir doch erstmal hier rüber. Red Mushroom Block. Mal kurz nochmal hier gucken, ob wir nicht doch noch irgendwas vergessen. Aber sieht nicht so aus. Können wir uns hier denn irgendwie wieder retten? Ja. Okay, wie machen wir das?
Sprachfehler. Okay. Das sehe ich nicht ein. Sie wegen einem Lag hier runterfall. Hat man es. Sobald ich hier über die Kante rüber will. Okay. Immer mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise würde ich sagen, wir beenden die Folge hier einmal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.